Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence Beratung Advisio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. Und heute bin ich auf dem Management und Controlling Kongress 2024 und bei mir sind zwei Vertreter des Energieversorgers Uniper. Zum einen Christoph Dorker, Head of IT and Operations Controlling, und zum anderen Max Borgmann, Senior Vice President Financial Controlling. Beide haben hier auf dem Kongress einen Vortrag gehalten mit dem Thema Die Reise von Uniper zum Controller 2.0. Und darüber wollen wir jetzt ein wenig sprechen. Doch bevor wir starten, zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Christoph Dorker und Max Borgmann. Dankeschön. Der Titel Ihres Vortrags, Die Reise von Uniper zum Controller 2.0, Untertitel Neue Rollen, neue Aufgaben, neue Tools. Den haben Sie sich mit Sicherheit sehr genau überlegt und Sie haben sich auch sehr genau überlegt, was Ihre Kernbotschaft hier ist. Wenn die Menschen nicht genau hinhören, was muss hier hängen bleiben sozusagen von Ihrem Vortrag? Vielleicht können Sie diese Kernbotschaft nochmal auf den Punkt bringen. Gerne. Also aus unserer Überzeugung befindet sich der Controller gerade im radikalen Wandel. Insbesondere auf das Wie, nicht auf das Was. Und wir reden über Prozessmanagement, Tools, Techniken, müssen unserer Meinung nach neu gedacht werden. Und wir wollen die Leute hier oder haben die Leute hier quasi hoffentlich ermutigt, diese neuen Wege zu beschreiten und auch ein bisschen Inspiration gegeben. Uns ist es total wichtig, klarzumachen, dass neue Experten gefordert werden. Dass wir nicht nur in der Controlling-Community bleiben, sondern dass wir rausgehen müssen und das Know-how von anderen bei uns mit in die Community reinholen müssen. Mhm. Hört sich super spannend an und dann gehen wir jetzt auch noch viel tiefer rein. Aber bevor wir anfangen, wollen wir natürlich so ein bisschen erstmal den Rahmen schaffen. Jetzt werden viele natürlich hier Unternehmen kennen, zumindest vom Namen her. Im Detail gibt es bestimmt eine ganze Masse zu entdecken. Vielleicht können Sie das Unternehmen grob vorstellen, sich selbst und natürlich dann auch entsprechend Ihren Verantwortungsbereich jeweils. Ja, Uniper ist ein international tätiges Energieversorgungsunternehmen. Wir haben rund 22 Gigawatt Erzeugungskapazität in Europa, sind auch im Energiehandel international tätig, haben großes Gasportfolio, worüber man uns bestimmt aus der Vergangenheit insbesondere kennt. Ja, wir haben auch uns letztes Jahr eine neue Strategie gegeben, versuchen die Energiewende zu unterstützen und unsere zwei Hauptaufgaben sind derzeit auf der einen Seite Versorgungssicherheit zu gewährleisten, aber halt auch die Energiewende zu beschleunigen. Mein Name ist Max Borgmann, ich verantworte das Financial Controlling. Und mein Name ist Christoph Dorker und ich bin für das IT-Controlling innerhalb des Financial Controllings zuständig. Wunderbar. Jetzt haben Sie den Vortrag heute gehalten und Sie haben eben schon betont, Herr Borgmann, dass Sie sagen, es ist wichtig, sich über die Rolle des Controllers, der Controllerin Gedanken zu machen. Warum halten Sie das gerade heute für so wichtig? Es wird viele geben, die sagen, Mensch, es ist doch eigentlich immer wichtig, sich da Gedanken zu machen. Die sind sicherlich auch nicht ganz falsch. Aber warum glauben Sie, dass es heute besonders wichtig ist, heutzutage in den Umfeldern hierüber nachzudenken, sich sozusagen neu zu erfinden, über Rolle, Aufgaben und Tools entsprechend intensiv zu sprechen? Die Welt dreht sich einfach immer schneller. Es wird immer komplexer und wir haben das jetzt im Jahr 2022 sehr hart erlebt, wie das sein kann. Und wir müssen meines Erachtens als Controlling dort mithalten. Das kann man von zwei Seiten sehen. Einmal aus Unternehmenssicht. Die steigende Veränderung fordert immer einen höheren Informationsbedarf, der gedeckt werden muss. Wir müssen schneller werden, um bessere Entscheidungen zu treffen. Ferner haben wir eine deutlich mehr Menge an Daten, wo auch Wert drin liegt, den wir auswerten können. Das ist unsere Pflicht. Aber auf der anderen Seite auch aus Mitarbeiter,
Sicht. Und das ist für mich mindestens genauso wichtig. Denn ich möchte, dass wir als Team auf dem aktuellen Stand sind, den Leuten eine Perspektive geben und nicht an Sachen arbeiten, die in Zukunft im Endeffekt aussterben werden. Und davon bin ich überzeugt, so wie wir es heute machen, wird es aussterben. Und dementsprechend hat das was mit Perspektive und auch Motivation zu tun. Jetzt halten Sie natürlich nicht beruflich Vorträge. Und das Thema, der Anstoß des Themas ist nicht dazu gekommen, weil Sie sagen, Mensch, wir möchten die Controlling-Community belehren, sondern Sie haben natürlich den Anfang gefunden, entsprechend im eigenen Unternehmen bei Uniper und haben dort, sagen wir wie man Neudeutsch hat, sicherlich einige Painpoints gehabt, wo Sie sagen, Mensch, wir müssen uns mit dem Rollenbild des Controllers auseinandersetzen, wir müssen eine Vision für das Controlling entwickeln. Was waren das für Painpoints, die Sie veranlasst haben, mit dieser Aufgabe, ich will da gar nicht Projekt sagen, sondern mit dieser Daueraufgabe sozusagen zu starten? In Summe waren es eigentlich drei Punkte. Kostendruck, weil wir fordern Effizienz, dann müssen wir auch effizient vorleben. Den vorhin schon angesprochenen höheren Anspruch an Informationsverfügbarkeit, der hat bei uns einfach unheimlich hohe Arbeitsbelastung erzeugt, der mussten wir begegnen. Und wie gesagt, was kann der Controller, wie können wir den Controller motivieren, bei Uniper zu arbeiten? Weil wir waren damals mal, als wir gestartet haben, so die E.ON-Resterampe waren wir mal verkauft. Und das hat ein Momentum innerhalb der Organisation erzeugt, jetzt erst recht. Aber wir mussten natürlich auch alle von außen überzeugen, dass wir es ist wert, es bei uns zu arbeiten. Und das waren die drei Gründe. Jetzt werden natürlich manche sagen, hört sich spannend an, Themen wie Rollenbildveränderung, Vision entwickeln für das Controlling. Wie geht man so eine Aufgabe ganz konkret an? Da steht man erstmal davor und setzt sich vielleicht Ziele. Was sind das für Ziele? Eins haben Sie gerade schon angedeutet. Wie sind Sie das Thema in Summe angegangen? Ja, erstmal war uns irgendwie klar, wir müssen mit so einer radikalen Vision rangehen und nicht nur irgendwie was Kleines denken, sondern ein bisschen, ja, vielleicht auch provokativ unterwegs sein. Und da haben wir uns noch ein paar Dinge halt überlegt. Also zum Beispiel im Reporting, dass wir halt gesagt haben, wir wollen halt auf PowerPoint und Excel verzichten. Wir wollen halt, dass der Controller keine Daten mehr irgendwo im Excel von rechts nach links schieben muss oder da irgendwie mühsam Kommentierungen machen muss, sondern irgendwie in den Zustand kommen, wo wir uns quasi voll auf die Analyse konzentrieren können. Im Bereich Planung war so die Idee zu sagen, lass erstmal die KI und so weiter unterstützen wir wie möglich. Und nur da, wo das halt noch nicht funktioniert, brauchen wir den Controller noch als Ergänzung. Aber erstmal die Maschine arbeiten lassen. Und im Bereich der Prozesse haben wir halt die Vision ausgerufen, zu sagen, weg von diesem Silo-Abteilungsdenken, dass ich nur meinen Bereich angucke, sondern hin zu Front-to-End-Sichten, dass man wirklich Prozesse komplett anguckt, um halt auch darüber sicherzustellen, dass man ja Ineffizienzen aufdecken kann und effizientere Prozesse macht. Also in Summe wollten wir halt irgendwie erreichen, dass wir schneller unterwegs sind, ja auch günstiger unterwegs sind und trotzdem halt noch bessere Ergebnisse haben und somit irgendwie den Controller halt auf ein neues Level, auf ein neues Niveau heben. Und ja, die Umsetzung hat uns insgesamt ja mittlerweile gut 4 Jahre gekostet. Wir haben erst mit so kleineren Piloten angefangen und hier und da mal was ausprobiert und haben das Ganze dann innerhalb von einem strukturierten Projekt so über 1,5 Jahre umgesetzt. Vielleicht können wir das sogar noch ein bisschen präziser beschreiben. Sie haben jetzt gesagt, Sie haben 1,5 Jahre daran gearbeitet. Das heißt, es sind Veränderungen auch schon in Kraft, sind umgesetzt. Und vielleicht, das werden einige Änderungen sein, aber vielleicht können wir an einem oder zwei ganz, ganz konkreten Beispielen verdeutlichen mal, was sich konkret für Controllerinnen und Controller bei Uniper verändert hat, um eben diese Ziele, die Sie gerade genannt hatten, diesen Rahmen, den Sie genannt hatten, eben zu erreichen. Ja. Also da gibt es verschiedene Beispiele, die wir nennen können. Also ich greife nochmal den Punkt mit den Prozessen auf. Also wir haben es halt geschafft, dass wir ja für unsere Prozesse, sei es den Abschlussprozess, den MTP-Prozess, für unsere Mittelfristplanung, den Hochrechnungsprozess, eine Front-to-End-Sicht da haben. Wir haben den Prozess klar aufgeschrieben, dokumentiert und
jeder Controller kennt auch diesen Gesamtprozess. Das heißt, die Leute wissen, wer kommt vor mir, wer kommt nach mir. Wir sind halt in der Lage, auch relativ gut abzuschätzen, was heißt das, wenn irgendwo mal eine Verzögerung auftritt. Die ist halt auch direkt bekannt. Wir können dann direkt eingreifen und es sitzt nicht jeder da und wartet irgendwie einfach darauf, dass irgendwo was rübergeschmissen wird an Informationen, sondern da haben wir deutlich mehr Transparenz als vorher da und haben dafür auch halt Leute, die sich wirklich explizit um diese Prozessthemen kümmern, also richtige Prozessexperten, die auch im Controlling aktiv sind. Dann früher haben wir halt die Informationen sehr stark vorher geprüft und verarbeitet, bevor wir sie weitergegeben haben. Heute sind wir halt in dem Zustand, wenn die Daten verfügbar sind, stellen wir sie direkt auch über das Self-Service-Reporting der Management zur Verfügung und gleichzeitig kriegt der Controller sie auch erst zu sehen. Das hat natürlich irgendwie sozusagen zur Voraussetzung, dass wir sicherstellen, dass die Prozesse davor so gut und stabil laufen, dass mit Knopfdruck auch was Vernünftiges verfügbar ist, was man weitergeben kann. War aber auch für die Controller ein Umlernen, ein Umdenkprozess, weil früher war man halt gewohnt, man konnte schon mal drauf gucken, man hatte halt so einen gewissen Vorsprung und jetzt stellen wir halt die Daten gleichzeitig zur Verfügung. Da muss man es halt auch aushalten, wenn vielleicht mal eine Frage kommt, dass man die vielleicht nicht ganz direkt beantworten kann. Aber die Leute haben sich daran gewöhnt und sehen halt mittlerweile auch den Mehrwert, dass dann die anderen schon mal reingucken und drauf gucken können. Man selber bereitet halt parallel ein bisschen was vor und dann trifft man sich im Gespräch gemeinsam drüber. Ja, und was das Ganze halt definitiv auch unterstützt hat, ist halt, dass es ja mittlerweile so wirklich coole Tools gibt wie Power BI, mit denen halt man sehr intuitiv arbeiten kann. Sicherlich auch eine Grundvoraussetzung dafür, dass halt auch ein CFO sich halt hinsetzt, unsere Finanzvorständin, und sich halt zu dem Dashboard arbeitet. Das war sicherlich auch eine Voraussetzung. Und es ist halt, für uns war es halt wichtig, dass halt jeder Controller auch diese Tools beherrscht. Also bei uns geht eigentlich jeder, der irgendwie neu startet, und damals halt die gesamte Mannschaft einmal durch so ein Power BI Training durch, dass sie halt wirklich fit ist mit den Tools, weiß, wie man die bedient und auch weiß, was dahinter steckt, damit man das entsprechend einschätzen kann oder auch immer so ein bisschen vorausdenken kann, was man auch wieder verbessern kann im nächsten Schritt. Wenn man sowas startet, dann wird man sicherlich das als Projekt definieren bei Ihnen im Unternehmen, aber man wird dann natürlich auch feststellen, dass, wie man so landläufig sagt, der Appetit beim Essen kommt und dass es dann im Grunde genommen sich auch zu einem laufenden Prozess entwickelt, dieses Thema immer weiter nach vorne zu treiben, weil eben, und das ist ja auch positiv, immer neue Anforderungen kommen. Und was sind das für Themen, die Sie jetzt noch vorhaben in der nächsten Zeit, wo Sie sagen, Mensch, das könnten noch mal Meilensteine sein in der Projektentwicklung? Ich glaube, wir haben ganz viele Ideen. Aber wie Sie gerade sagten, es ist eine Reise. Und diese Reise hat unheimliche Veränderungen erzeugt. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Leute Zeit brauchen, das zu verarbeiten. Ehrlich gesagt, ich auch. Und dementsprechend haben wir uns bewusst das Ziel gesetzt, erstmal nicht über eine neue Vision nachzudenken, uns keine neuen Ziele zu geben, sondern erstmal das zu etablieren, was wir gerade aufgesetzt haben. Sie haben gesagt, Menschen brauchen Zeit, auch Veränderungen mitzugehen. Und ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt. Sie hatten eben angesprochen, dass Sie beispielsweise die Daten jetzt direkt bereitstellen, dem Management sichtbar machen und die Controllerinnen und Controller beinahe zeitgleich drauf gucken und dann möglicherweise eben auch nicht diesen Informationsvorsprung mehr haben, den es früher gab. Und ich kann mir gut vorstellen, dass manche dann sagen, was soll der Mist? Wir im Controlling, wir möchten hier doch eben vorher analysieren, Fragen kommen, dann wollen wir die beantworten. Das ist ja Teil unseres Kompetenzbereiches in gewisser Weise, hier auch gut auszusehen und eben nicht sozusagen gemeinsam mit dem Management an der Analyse zu arbeiten. Soll heißen, es gab sicherlich hier und da Widerstände. Wie sind Sie mit den Widerständen umgegangen, damit Ihre Themen, Ihr Projekt zum Erfolg wird? Als das erste Mal mit der Vision in mein Management-Team gekommen bin, das war nach meiner Elternzeit, da haben sie mich wirklich gefragt, ob ich es in der Rolle zusammen habe. Weil insbesondere so Beispiele wie kein PowerPoint, kein Excel mehr, da
Da blieb mir ein Zitat von einem Kollegen, einem Management-Kollegen, noch sehr gut im Ohr, der sagte so nach dem Motto, stell dir vor, du gehst auf die Baustelle, fragst einen, dass er da ein Loch buddeln soll und nimmst ihm die Schippe weg. Das kommt irgendwie nicht so richtig gut an. Und meine Reaktion war darauf, ja, aber wenn ich ihm einen Bagger dahin stelle und ihn darauf trainiere, dass er dieses Loch mit einem Bagger baut, dann haben wir doch alle gewonnen. Er ist doch schneller. Er braucht weniger manuell arbeiten. Und das war ein Schritt, die Diskussion, die wir hatten am Anfang. Und wir haben uns auch ehrlich gesagt Zeit gelassen. Ich habe ein Jahr ungefähr von der Vision bis zur Umsetzung und den ersten Projekten hat es ungefähr ein Jahr gedauert, bis die Leute angefangen haben, das zu verdauen und ich auch ehrlich gesagt mal reflektiert habe, was heißt das eigentlich, wie kommt das an? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wo bin ich selber eigentlich, wo würde ich in den Widerstand gehen? Und das war zum Beispiel bei mir das Thema Prozessmanagement. Ich dachte, ich könnte Prozesse, weil mein Leben lang gemacht. Bis wir verstanden haben, boah, es gibt noch Leute, die können es besser. Und wieso die nicht reinholen? Und das sind alles so Schritte, wo wir natürlich ganz viele Widerstände hatten. Und last but not least, die größte Herausforderung, die wir dann in diesem Fall auch hatten und was auch nachher zu Widerständen geführt hat, auch nach noch der Implementierung, ist, dass wir festgestellt haben, dass wir nicht alle mitgenommen haben. Wir haben sehr, sehr viel Zeit investiert, die Leute abzuholen. Aber insbesondere die Leute, die bei uns dezentral saßen, waren nicht genug abgeholt. Und wenn derjenige, der dann wirklich operativ vor Ort auch mit den Tools arbeiten muss in der neuen Arbeitsweise, das nicht akzeptiert, weil er es nicht verstanden hat, weil es ihm nicht vernünftig erklärt worden ist, dann kommt da oben auch irgendwann, wenn alles zusammengefahren wird, nicht das an, was man möchte. Und da mussten wir definitiv intensiv nacharbeiten. Also Zeit ist ganz wichtig, Kommunikation ist wichtig, einfach zu sagen, Mensch, wir machen das jetzt so, kann man natürlich so machen, aber wird dann am Ende eben nicht zum Erfolg führen, wird eben nicht wirklich mit dem Herzen gemacht, in Anführungsstrichen. Und von daher wird es dann auch langfristig keinen Erfolg haben, weil die Dinge halt dann wieder sich komplett anders entwickeln werden, weil jeder im Grunde genommen anders denkt, als es momentan sozusagen kurzfristig mal vorgegeben oder vorgeschrieben ist. Jetzt haben Sie gesagt, Mensch, wir haben genug Veränderungen gemacht. Wir geben uns mal eine kleine Bedenkpause, eine kleine Wartepause, was aber sicherlich nicht heißt, dass Sie keine Vorstellung haben, wie das weitergehen könnte. Sie haben Ihren Vortrag ja jetzt sozusagen in Richtung Controller 2.0 ausgelegt. Wie könnte denn der Controller 3.0 aussehen? Was sind das für Punkte, für Anforderungen? Haben Sie da zumindest eine grobe Idee schon, auch wenn Sie sie noch nicht angehen? Ich würde sagen, das hat der haben wir auf dem Vortrag von Utz Schäfer gehört, das Thema ESG ist ein Thema, was uns gerade ganz massiv beschäftigt. Inwieweit das für uns eine Rolle spielt, es wird eine Riesenrolle spielen, aber inwieweit das für uns als Controller eine Rolle spielt, da diskutieren wir gerade, gibt es unterschiedliche Standpunkte. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, was im Zweifel vielleicht für den Controller 3.0 dann eine Rolle spielen wird. Okay. Als wir vor 7 Jahren mit dem Podcast begonnen haben, da habe ich am Ende immer eine Frage gestellt und die lautete, was würden Sie jungen Controllerinnen und Controllern raten, vielleicht direkt von der Uni kommen, vielleicht auch schon im ersten Berufseinstieg, damit es mit der Karriere gut nach vorne geht. Was sollen die tun? Das habe ich in der Zwischenzeit aufgehört, aber dann habe ich inzwischen auch viele angesprochen und haben gesagt, die Welt hat sich nun wirklich gewaltig verändert. Bitte stell die Frage nochmal, wir wollen von den Erfahrungen lernen. Und deshalb möchte ich Ihnen diese Frage auch jeweils stellen. Was würden Sie jungen Controllerinnen und Controllern heute raten? Das ist ganz witzig, weil wir sind aktuell wirklich an Universitäten unterwegs und halten genau diesen Vortrag und die Frage kriegen wir genau so. Und die Antwort, die wir geben, ist immer, lerne die Basics in der Uni. Also was ist eine Bilanz, was ist ein Cashflow, was ist eine Profit and Loss, was sind Steuerungskennzahlen, Statistik und all das, was man da wirklich sehr, sehr, sehr gut lernen kann, lernt es. Ihr werdet es immer wieder brauchen, wenn ihr Controller werden wollt. Geht ins Unternehmen, in Praktika, lernt dort Storytelling, Prozessmanagement und auch insbesondere die wichtigen Dinge von den nicht wichtigen Dingen zu unterscheiden. Und dann erzeugt euren Unique Selling Point, indem ihr die neuen Tools quasi beherrscht. Setzt euch damit auseinander, wisst, was eine Operational Excellence-Denke ist, wisst, was KI-basiertes Forecasting ist.
Ihr müsst also nicht kein Expert in allem sein, aber auf jeden Fall sich damit beschäftigen. Dann wird man sehr, sehr gefragt sein. Mhm. Möchten Sie noch was ergänzen, Herr Docker, oder hat der Herr Bockmann sozusagen die wichtigsten Punkte gegriffen? Ja, vielleicht ein Punkt noch. Viele von den Dingen oder zumindest einige von den Dingen muss man sich halt auch dann wirklich eher selber beibringen, also mal selber unterwegs sein, sei es auf YouTube, sei es mal irgendwo hingehen und rechts und links gucken, wo man so Sachen wie Power BI oder so vielleicht schon mal kennenlernen kann. Ich glaube, da ist halt ein Praktikum auch eine gute Idee oder eine gute Möglichkeit, da mal so einen ersten Kontakt zu haben und Inspirationen zu bekommen. Ich glaube, da steckt ja gerade einiges drin und das, was Sie jetzt am Ende gesagt haben, das halte ich auch für ganz wichtig, nicht sich immer nur in die Konsumentenrolle bewegen, sondern eben auch sagen, aktiv, ich kann mir auch selbst was aneignen, ohne dass ich hier einen Tutor wie auch immer habe, der für mich organisiert wird. Ich glaube, in der heutigen Zeit nahezu unerlässlich, weil ansonsten wird man auch bei einer so stark sich verändernden Welt, bei so stark sich verändernden Technologien einfach nicht mehr weiterkommen. Das waren Christoph Dorker, Head of IT und Operations Controlling, und Max Borgmann, Senior Vice President Financial Controlling, beide bei Uniper. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne. Vielen Dank.